Herzlich willkommen. Es gibt ein zweites Video zum Thema SketchUp und zwar beschäftige ich mich diesmal mit den Stilen. Also wie sieht eigentlich eine Zeichnung, eine Modelldarstellung in SketchUp aus? Eines der schönen Sachen, die SketchUp zu bieten hat, ist, dass es einfach verdammt gut aussieht, wenn man dort arbeitet oder aussehen kann. Also wesentlich knackiger und, wie soll ich sagen, freundlicher als in den meisten CAD-Programmen. Also das ist hier eine Standarddarstellung, was Sie hier sehen. Das ist die Neue Nationalgalerie in Berlin. Ein Modell, was ich selber gebaut habe, sehr genau gebaut habe, damals mit sehr viel Aufmaß in Archicad. Habe es importiert in SketchUp Pro, das geht ja sehr gut mit dem 3DS-Format. Und habe jetzt hier die wichtigsten Bauteile, also die Fassade, das Dach und so weiter. Man kann alles ab- und anklicken. Es ist auf Ebenen, wie man hier sieht, verteilt. Also eine klassische Ebenentechnik, die allerdings auch sehr schön einfach funktioniert. Und ja, man kann hier alles an- und abklicken, was man da so an Einzelteilen hat. Vor allen Dingen gleich das Dach. Ich möchte dann zeigen, wie man mit verschiedenen Stilen arbeiten kann, um dann eine ganz unterschiedliche Optik zu bekommen. So, ich schalte das Dach mal gleich aus. Das Dach ist das polygonreichste Objekt an dem Ganzen und drehe mir das Ganze mal hier so ein bisschen hin. Weil ich möchte gleich einfach mal zeigen, wie das mit den Stilen so funktioniert. So, der Schlagschatten ist jetzt gerade nicht so richtig prickelnd. Ich möchte mal, Sie sehen das hier oben an diesem kleinen Nordpfeil-Werkzeug, dass es ein bisschen anders aussieht. Jetzt ist nur die Frage, schauen Sie mal hier, was hier passiert. Hier sehen Sie Schlagschatten auf, in den Luft hängen sozusagen. Wir werden das gleich ändern, aber da kann man zum Beispiel ganz gut sehen, wie der Schatten fällt. Ich möchte, dass er eher nach da fällt. Wie gesagt, das schalten wir gleich ab. Nur das komischerweise wird die ganze Zeit dargestellt. So, genau. Während die anderen Schatten nicht quasi in Echtzeit dargestellt werden. Jetzt haben wir sie. So ein bisschen länger warten. So. Jetzt haben wir hier den 5.11. Also wir haben eine herbstliche Situation. Die Sonne fällt relativ flach ein. Es ist allerdings auch Mittag. Gut, lassen wir das mal so. Die Ebenen schalten wir mal kurz aus. Die Ebenenpalette meine ich. Und jetzt noch ganz kurz hier zu diesem Schatten, also dass das da so in der Luft hängt, das ist natürlich kein Zustand. Es gibt eine Schattenpalette, Shadows, und da gibt es ein kleines Häkchen, On Ground, Display On Ground, und das kann man abklicken. Und dann müsste jetzt also überall Schatten sein, bloß nicht auf dieser gedachten Nullebene im Bereich dieses Treppenauges. So, jetzt aber zu den Stilen. Alles, was Sie normalerweise in der Vorinstallation von SketchUp sehen, ist alles, was Ihnen SketchUp zu bieten hat. Es gibt also nicht, wie bei 3D-Programmen sonst üblich, nochmal so eine Art Render-Modus. Also alles, was Sie an Effekten haben, Schlagschatten, Transparenz und so weiter, das sehen Sie jetzt hier schon in der Darstellung. Schatten kann man ja an- und ausschalten, haben Sie ja gesehen. Haben wir schon mal im ersten Film auch gesehen. Und es ist also, bevor man ein Render-Plugin installiert, ist das sozusagen immer alles das, was man hat. Das würde man dann auch drucken. Und insofern ist es auch nicht ganz unwichtig, wie das Ganze aussieht. Dazu oder dafür oder sagen wir mal für das Gesamtbild von dem, was wir hier auf dem Monitor sehen und was dann auch später in einem Layout zu sehen wäre, sind die sogenannten Stile verantwortlich. Das ist an einheitlicher Stelle abgelegt im Fenstermenü und heißt Styles. Und dieses Thema ist das, worum ich mich jetzt in diesem Video kümmern möchte. Also Styles. Sie sehen, irgendein Stil ist immer ausgewählt. Wir haben jetzt hier eine Liste der verfügbaren Stile. Und hier sieht man unter Umständen, das kann man dann einstellen, welche im Modell schon mal benutzt worden sind. Da blicke ich jetzt noch nicht so ganz durch. Im Prinzip ist es aber so, dass es eine begrenzte Zahl von Stilen gibt und diese begrenzten aus diesen begrenzten Stil-Sets kann man also irgendeinen auswählen. Im Moment ist der hier offensichtlich ausgewählt. Es gibt hier in diesem Pulldown-Menü zum Beispiel auch die Assorted Styles, die sortierten Stile. Das klingt sehr geheimnisvoll, so wie Pralinen oder wie andere Kostbarkeiten. Und da sehen Sie zum Beispiel sowas hier. Das heißt, es sieht aus wie schraffiert und ganz hübsch, wie so eine Handzeichnung. Und jetzt nur mal ganz kurz, wenn Sie jetzt hier, ich stelle das Datum gleich wieder richtig ein auf den 5.11., aber wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel alles verändere, Sie sehen, das ist also nicht irgendeine fixierte Darstellung, sondern es ist tatsächlich nur eine besondere Art, wie es dargestellt wird, also ein besonderer Stil. Hier sieht es aus wie Aquarellpapier und so weiter und so fort. Das Ganze wird so ein bisschen merkwürdig.
Da können Sie mal ein bisschen rumprobieren, wenn Sie dasselbe haben. Das geht natürlich auch in einem normalen SketchUp. Das ist vielleicht ganz hübsch hier. Das ist, sieht aus wie so eine frühere, ja, wie soll ich sagen, wenn man mit Ölkreide sowas angelegt hat. Sie können alle diese Stile auch bearbeiten. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal einen groben Überblick. Das Ganze ist natürlich unter Edit abgelegt. Also es gibt die Abteilung Edges, also wie werden die Kanten dargestellt. Das kann man zum Beispiel auch ausschalten, da gibt es keine Kantendarstellung. So, wie die dargestellt werden, kann man dann gleich sehen. Es gibt hier bestimmte Stricharten, die da verwendet werden. Sie sehen, dass es hier Halo gibt. Halo heißt, dass die Linien immer dort, wo man beim Zeichnen auch einen Abstand halten würde, um darzustellen, dass diese Linie zum Beispiel jetzt nicht mit der hier sich schneidet, sondern eigentlich dahinter ja weitergeht. Und deswegen gibt es hier einen Abstand. Diesen Effekt, der heißt dann auf Englisch Halo, und den kann man an- und abschalten. Jetzt sehen Sie, dass diese Linie hier durchgeht. Und jetzt sehen Sie, dass die Linie wieder davor aufhört. Extension heißt, dass es sich an den Ecken überschneidet. Ja, also diese überrissenen Ecken, das kann man alles hier einstellen. Ganz interessant, finde ich, ist der Level of Detail. Also was in anderen Programmen so ein bisschen, sagen wir mal in Cinema 4D bei dem Sketch and Toon Modul ja auch alles geht. Also wie genau ist eigentlich so eine Pseudo-Freihandzeichnung? Ja, das kann man alles hier mit einem einfachen Schieberegler einstellen, wobei natürlich nicht klar ist, was da genau passiert. Hier sehen Sie, dass es kaum noch Linien zu sehen gibt. Und jetzt klicke ich mal hier in so in bestimmten Abständen hin. Jetzt gibt es hier schon so ein paar Linien. Es gibt immer mehr. Die Treppenstufen sind aber immer noch nicht gezeichnet. Ja, es wird immer mehr und wir hatten gerade diese Situation. Da sind schon relativ viele Striche und wenn man es ans Ende schiebt, dann hat man halt das Maximum. Ja, also es ist natürlich toll, wenn man das nicht ganz so voll hat mit Strichen. Deswegen ist vielleicht ganz klar, dass es da ein bisschen weiter vorne aufhört. So, die Farbe der Striche kann sich also entweder vereinheitlicht sein oder sich nach einem vergebenen Material richten oder nach den Achsen, was natürlich etwas abstrus ist. Okay, so, jetzt, wie gesagt, das will ich alles nur kurz streifen. Hier haben wir die Frage, wie sehen eigentlich die Seiten aus, dieser Baukörper? Enable Transparency, also das sind offensichtlich Sachen, die man auch über Materialeinstellungen noch verändern kann. Dann die Frage, welchen Hintergrund hat das Ganze? Also nicht das gebaute Modell, sondern der Modell, der Boden sozusagen von SketchUp. Und dann kommt noch ein sehr interessantes Gebiet, das ist Watermarks, da kümmern wir uns gleich drum. Und dann gibt es hier noch die Frage, wie eigentlich Sachen aussehen, also zum Beispiel die Hilfslinien, welche Farbe die dann haben und so weiter. Das heißt, der Stil bestimmt nicht nur die Darstellung dieses Architekturmodells, was wir da auf dem Monitor sehen, sondern es bestimmt auch zum Beispiel die Frage, wie ausgewählte Objekte dargestellt werden, in welcher Farbe und so weiter. Man kann dann auch einstellen, dass zum Beispiel die Achsen eingeblendet sind und ausgeblendet sind. Hier sehen Sie das jetzt gerade. Da ist die X-Achse, die kann man auch wieder ausblenden. Das heißt also, Stile bestimmen auch die Art und Weise, wie alles aussieht halt. So, gut, jetzt nochmal zu den Stilen. Ich möchte Ihnen jetzt in ein weiteres Thema einsteigen, was dazugehört, sozusagen eine Unterabteilung. Und zwar gibt es bei den Stilen auch welche mit sogenannten Sketchy Edges. Und bei diesen Sketchy Edges ist es jetzt so, das war gerade bei den Assorted Styles auch so, dass offensichtlich über die technisch korrekten Linien so handgezeichnete, pseudo-handgezeichnete Linien gelegt werden. Ja, also man konnte das hier sehen beim Level of Detail bei den Edges. Immer bevor sich das Bild neu aufbaut, sieht man die echten Linien. Achten Sie mal drauf. So, jetzt sehen Sie die echten Linien, die gezeichneten Linien, die CAD-Linien, wenn man so will. Und sobald ich diesen Regler hier wieder losgelassen habe und da der dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, doch gerendert hat, da kommen dann diese handgezeichneten Linien, die sich da drüber legen. Ja, die legen sich da quasi wie so ein Layer drüber. Und um jetzt mal nochmal zurückzukommen zu meinen Sketchy Edges, das sind sozusagen jetzt Stile, die nur
allesamt aus solchen handgezeichneten Linien bestehen. Zum Teil ganz gut, zum Teil ist es einfach absurd, aber so ist es halt. Und das ist natürlich eigentlich ganz hübsch, weil auf diese Weise kann man, da man ja mit SketchUp sehr viel in der Phase der Vorplanung, der absoluten Vorplanung, der Konzeptfindung sozusagen arbeitet, kann man halt auch seine Darstellung dem anpassen. Das heißt, es ist dann eben keine CAD-Zeichnung, die schon suggeriert, dass alles schon klar ist, sondern es kann eben auch skizzenhaft sein, was auch die Möglichkeit offen lässt oder bietet, dass man halt Sachen noch nicht geklärt hat. Also dieser Skizzenstil ist wirklich ausgesprochen angenehm. Er funktioniert auch super angenehm und intuitiv hier in SketchUp. Also ich muss sagen, dass mir das viel leichter fällt und viel schneller man da reinkommt, als jetzt zum Beispiel ins Cinemas Sketch and Toon. Und jetzt kommt nämlich was ganz Spezielles, wie ich finde, oder was ganz Besonderes. Und zwar diese Striche, die Sie da benutzen, die wiederum können Sie tatsächlich selber erzeugen. Es gibt ein Programm, das im Lieferumfang von SketchUp Pro enthalten ist. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Schauen wir mal hier kurz in meinem Programmverzeichnis nach. Google SketchUp Pro, da ist es. Sehen Sie, da haben Sie jetzt, upsala, da haben Sie Layout, SketchUp und Style Builder. Diese drei Programme sind Teil des Pakets, wenn Sie SketchUp Pro gekauft haben. Ja, und das ist jetzt auch etwas, was also sozusagen nur für Nutzer von SketchUp Pro dann interessant ist, weil mit diesem Style Builder wiederum können Sie jetzt ein eigenes Set von Strokes oder von Strichen erzeugen. Das Beste ist, ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Ich klicke mal diesen Style Builder doppelt an und es öffnet sich ein Fenster. Ich mache das Fenster jetzt mal, ach nee, ich lasse es mal so. Ich mache es mal groß. Okay. So, ganz einfach. Das Programm heißt zwar Style Builder, aber es geht im Prinzip darum, dass Sie einen Strichstil für die Kanten festlegen und speichern können. Also, Sie erzeugen sozusagen den Look für die Kanten in einem Stil in SketchUp. Wie die Flächen dargestellt werden, wie Hintergrund und Vordergrund aussehen und so weiter, das ist davon nicht betroffen. Es geht also wirklich nur um die Kantendarstellung. Jetzt gibt es hier so ein unscharfes Modell. Sie können sich da übrigens jedes beliebige Modell reinladen, Change Model. Das heißt, es kann zum Beispiel auch Ihr Modell sein, Change Model. Nur mal ganz kurz am Rande. Es muss dazu allerdings in einem Ordner abgelegt worden sein. Das steht nirgendwo, jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen. Und zwar bei Mac ist es dann so, also auf dem Library-Verzeichnis der Festplatte, also sozusagen des Computers, nicht des Nutzerverzeichnisses, das ist wichtig, gibt es ja auch einen Application Support Ordner und auch dort gibt es ein Google SketchUp 8 und da gibt es einen Style Builder Ordner und da ist ein Modell drin, das heißt Default Model SKP. Und wenn Sie jetzt ein eigenes Modell hier unten sehen wollen gleich, dann müssten Sie das hier reinspeichern. Also irgendein Modell, .skp, das Dateikürzel für SketchUp, und dann können Sie das auch benutzen. Sonst geht es nicht. Ja? Das habe ich also eben schon ausprobiert und kann Ihnen sagen, dass es sonst nicht geht. Aber wir behelfen uns jetzt mal mit diesem hier. Und jetzt ist das verdammt unscharf. Das liegt daran, es gibt noch keinen Strich-Stil. Und es läuft jetzt so. Es gibt sozusagen ein leeres Template oder eine, ja, wie soll man sagen, ein leeres Set für die Striche und in diese kleinen Felder, da pasten Sie jetzt sozusagen handgezeichnete Striche rein. Das Ganze geht relativ weit, das heißt, Sie können die auch selber zeichnen, wenn auch nicht hier. Aber ich zeige Ihnen das mal, wie das jetzt grundsätzlich funktioniert. Ein Set von Strichen müssen Sie haben. SketchUp bietet freundlicherweise ein eigenes an. Also irgendeiner hat da mal ein paar Striche gezeichnet und zwar gibt es einmal die 32 Pixel lang, dann die 64 Pixel lang, 128, 256 und 512. Dann gibt es für jede Länge drei verschiedene. Und Sie können die jetzt da reinziehen. So. Und dann sehen Sie schon, dass also SketchUp für die kurzen Abschnitte diese kurzen Linien auch benutzt. Und der Witz ist jetzt natürlich, wenn man mehrere verschiedene hat, dass er dann wechselweise diese verschiedenen benutzt, sodass es dann noch natürlicher aussieht. Also natürlicher im Sinne von noch handgezeichneter. So, das Ganze sieht jetzt noch nicht so richtig cool aus. Und übrigens geht das Ganze auch schneller. Sie können das ja auch alles einfach mit Shift-Taste aktivieren und dann da reinziehen. Und dann füllt er die alle.
Ja, es gibt dann noch die Möglichkeit, noch längere Striche zu haben. Das sieht man hier. Also 1024 Pixel lange Striche und auch noch kürzere, 16 Pixel lange. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Sorte Striche nicht mehr haben will, dann kann man da dieses Kreuzchen entfernen. Dann weiß SketchUp allerdings nicht genau, wie er solche kurzen Linien da füllt. Also nehmen wir das mal wieder dazu. Add 32 Pixel Set. Und da ziehen wir jetzt diese drei nochmal rein. Ja, so. Und so läuft das also grundsätzlich. Das heißt, hier links müssen Sie irgend so ein Striche-Set haben und das wird dann da reingepastet. Jetzt können Sie sagen, dass Sie pro Strichlänge noch mehr haben wollen als drei. Das können aber auch 4 oder bis 10 sein. Dann wird es natürlich noch natürlicher in Anführungsstrichen. Und es kann auch vor allen Dingen dünner sein. Ja. So, diese. Mich wundert gerade, dass er da immer noch. Jetzt hat er die Striche wieder dargestellt. Ja, also wie dick die Striche dann tatsächlich verwendet werden, das kann man hier einstellen. Ich finde es natürlich am schönsten, wenn es relativ dünn ist. So, dann können Sie hier das Modell hin und her schieben und schauen, wie Ihnen das gefällt. Sie können auch ranzoomen. Ja, also. Das ist alles total naheliegend. Dann können Sie auch Schatten haben. Und dann können Sie einfach mal schauen, wie das jetzt mit Ihren Strichen da so aussieht. Jetzt gibt es hier noch einen Bereich, der heißt Settings. Und da kann man noch ein paar Sachen einstellen. Also zum Beispiel die Farbe. Ja, wenn Sie also unbedingt einen dunklen Sepia-Ton haben wollen, dann kein Thema. Kann aber auch schwarz bleiben. Nehme jetzt mal doch diesen Sepia-Ton, weil ich einfach mal, oder ich, ja, doch, genau. Damit man mal was Eigenes hat. Dann können Sie auch hier diese Linien, die eigentlich durchgehen, also zum Beispiel diese Senkrechte hier, ich mache das mal jetzt hier ganz groß. Ah, ich bin auch so ein bisschen unbeholfen in SketchUp. So, also diese Linie hier, die geht ja eigentlich durch bis in bis unter diese Terrassenuntersicht, ja. Aber beim Zeichnen würde man die vorher enden lassen, um anzudeuten, dass es eben tatsächlich keine Linie ist, die jetzt davor liegt, sondern die dahinter irgendwie verdeckt wird, ja. Und deswegen gibt es hier diesen Halo-Effekt, ja. So, der funktioniert komischerweise da nicht, warum auch immer. Jetzt funktioniert er. Sehen Sie, da ist alles abgeschnitten. Und die Linie ist aber eigentlich da. Die wird jetzt nur sozusagen ausgeblendet. Und den Abstand dieses Halos, also diesen Abstand, der ist jetzt hier mit 10 relativ groß. Ich stelle ihn mal auf 3. Und jetzt sieht das Ganze auch relativ human aus. Extensions heißt, dass über die Ecke drüber gezeichnet wird. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn auch nicht in dieser, sagen wir mal, etwas süddeutschen Manier, dass es so stark ist. Also nehmen wir mal 3 Pixel oder noch weniger, vielleicht 1. Das ist zu wenig. 2. Bist du wohl? Dann müssen wir doch ein bisschen mehr nehmen. So, was Profiles genau macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es dunkler wird. Sieht man hier auch. Und Depth Skewing, das heißt, dass Linien am Ende abgeschwächt werden. Also am Ende heißt, in der Tiefe des Bildes werden die dann schwächer dargestellt. Depth Skewing. Ja, das kann man hier auch noch mit Dropout Length, kann man das auch noch irgendwie beeinflussen. Wenn ich hier mal 10 reinschreibe, dann merkt man, dass es nach hinten hin doch deutlich abgeschwächt wird. Ich persönlich finde das Quatsch. Ja, das ist nicht mein Stil, weil beim Skizzieren würde man auch nicht so arbeiten. Also jedenfalls nicht bei so einer typischen Architektenskizze. Deswegen brauche ich das nicht. Okay, also so hätte man sozusagen handgezeichnete Linien. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man diesen Stil benutzen? Dazu muss man den zunächst einmal speichern. Und ich speichere den jetzt mal unter dem Namen HS-Test. Ja? Also hier vergibt man den Namen HS-Test und dann kann man ihn speichern. Und jetzt kommt das Geheimnis Save As. Und jetzt müsste man den natürlich auch wieder benennen. Das heißt, mit dem richtigen Namen. Also auch hier muss man einen Namen vergeben. Und jetzt kommt das gleiche Problem wie gerade. Man muss es unbedingt im Library-Verzeichnis des Computers, im Application Support, Google SketchUp 8, Style Builder, Sample Strokes. Nee, SketchUp, Entschuldigung. Und da muss man es unter Styles abspeichern.
Und da nehme ich jetzt mal Styles und dann lege ich mal einen neuen Ordner an, weil ich natürlich möchte, dass meine eigenen Stile in einem eigenen Ordner liegen. Und jetzt heißt dieser Stil HS Test und liegt jetzt dann in diesem Ordner. Wie gesagt, ganz wichtig, Library, Application Support, Google SketchUp 8, SketchUp, Styles, HS. HS deswegen, weil ich einen eigenen Ordner wollte. Die anderen Ordner kennen Sie schon, die haben wir alle eben in der Styles-Palette gesehen. Ja? So, Save. Und jetzt wechseln wir mal wieder zu SketchUp. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier alles richtig haben. Also erstens mal möchte ich hier Namen sehen und nicht diese Zeichnung, weil so kann ich zwar, wenn ich drüber gehe, sehen, wie die Dinge heißen, aber es ist ein bisschen unübersichtlich. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, auf dieses Icon zu klicken und zu sagen, ich hätte gerne ein List View. Und weil ich jetzt meinen Ordner noch nicht sehe, ahne ich schon, dass zum Beispiel dieser Befehl Refresh gewählt werden müsste. Und jetzt müsste es eigentlich da sein. Ist es aber nicht. Dann klicke ich hier mal ein bisschen rum. Ich klicke nochmal auf Refresh. Da ist er, ja? So. Und da ist jetzt auch mein Stil HS Test. Wenn ich jetzt wieder auf die Large, Extra Large Thumbnails Darstellung gehe, dann sehe ich hier meinen Stil und kann den auch anwenden. Das heißt, diese Striche, die ich da gerade produziert habe, im Style Builder, die sind jetzt sozusagen Grundlage für die Kantendarstellung hier in dem Stil, den ich hier benutze. Wie die Flächen aussehen, ist eine andere Frage. Aber die Strokes, also die Striche, die sind jetzt sozusagen aus dieser Datei. Okay, also das kann ich jetzt hier sehen. Da kann ich auch nichts groß ändern. Die Farbe ist hier eingestellt. Das war die, die ich eben gewählt hatte. Die kann ich jetzt wieder anders einstellen, wenn ich das möchte. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier sozusagen meinen persönlichen Linienstil. So. Jetzt wird es noch ein bisschen abgefahrener. Also wenn Sie sozusagen zufrieden damit wären, dann könnten Sie jetzt das Video abstellen und was anderes machen. Wenn Sie das nicht sind, weil Sie noch wissen wollen, was man noch alles machen kann mit diesen Strichen, gehe ich nochmal zurück und zeige Ihnen nochmal, wie das in Style Builder auch geht. Und wir haben jetzt hier sozusagen in Style Builder eine Datei. Diese Datei ist genau für diesen einen Stil, wo es diese Linien gibt, zuständig. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann ein Template generieren. Ein Template ist eine Datei, die ich in Photoshop öffnen kann und wo ich dann selber solche Striche mit der Hand reinzeichnen kann. Dieses Template kann ich also ausdrucken, kann dann mit irgendeinem Stift meiner Wahl Linien zeichnen in exakt vorgegebenen Feldern, kann dieses Ding einscannen und kann es dann wieder hier in Style Builder öffnen. Habe dann sozusagen meine persönlichen selbstgezeichneten Linien. Sie können das auch so machen, dass Sie dieses Template in Photoshop öffnen. Also ich sage jetzt Photoshop, das geht auch jedes andere Bildbearbeitungsprogramm. Wenn Sie das in Photoshop öffnen, dort mit dem Stifttablett zum Beispiel Linien zeichnen und das also sozusagen im digitalen Raum belassen und dann wieder zurückholen hier in Style Builder. Das geht auch. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Also jetzt zunächst einmal Generate Template. Das läuft dann so. Sie speichern dieses Template irgendwo hin. Da ist es jetzt egal, wohin, weil das nur eine lächerliche Photoshop-Datei ist. Da ich ja ein Buch beginnen will zum Thema SketchUp Pro, habe ich auch einen Ordner schon mal angelegt und der Ordner, den ich immer als erstes anlege, heißt Temp. Da kommt immer allerhand Krimskrams rein. Und das nenne ich jetzt mal HS Style Template. Und das kommt hier rein. Jetzt noch Folgendes. Sie möchten Striche in 32, 64, 128 und 256 Pixellänge haben. Nein, das reicht Ihnen natürlich nicht. Sie wollen auch noch 16 Pixellänge und 512 dazu. Dann hatten wir eben gesehen, Stroke per Set, also Striche pro Länge sozusagen, hatten wir drei. Das soll mal reichen. Stroke Width 16. Nein, ich hätte gerne 8. So. Also diese Einstellung kennen Sie schon, das hatten wir gerade im Style Builder auch. Und jetzt kann ich dieses Template erstmal hier sichern. Dann habe ich es gesichert. Jetzt gehe ich zu Photoshop. Mache Photoshop an. Öffne diese Template-Datei. Wo ist sie? Da. Und zwar ist es ein PNG, Ping. So, und es sieht jetzt ziemlich, es ist ziemlich schrullig, ehrlich gesagt.
So sieht das Ganze aus. Denn Sie haben jetzt hier solche Felder und in diesen Feldern müssen Sie jetzt diese Striche reinzeichnen. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Man kann also hier von da bis da zeichnen. Alles, was innerhalb dieser Box ist, wird später benutzt von StyleBuilder. Wenn Sie einen Abstand lassen hier zu dieser Kante, dann wird es auch Abstände oder Lücken in der Skizze geben, in SketchUp. Also zeichnen Sie möglichst da so durch. Und ja, wenn Sie das gemacht haben, also entweder digital, wie gesagt, oder mit auf einem ausgedruckten Exemplar mit der Hand, dann speichern Sie das bzw. scannen es ein im gleichen Format, gleiche Pixelzahl. Und ändern Sie vor allen Dingen nichts von dem hier. Das ist ein Barcode, auch wenn man es kaum denken sollte, aber StyleBuilder erkennt dann sozusagen, dass das hier eine spezielle Template-Vorlage ist, aus denen er sich diese Strichlein da rauszieht. Ja, ist also eigentlich ganz witzig. Ich habe jetzt sowas schon mal gemacht, deswegen mache ich jetzt eine neue Datei auf. Also ich möchte einfach einen neuen Stil haben, ja, oder ein neues Stroke-Set sozusagen. Und jetzt mache ich Folgendes, ich lade hier ein Load from Template. Ja? Das heißt, ich suche mir jetzt eins aus, was ich schon mal gemacht habe, und das war das hier. Open. Und schwupps, da sind meine ganzen Linien. Und jetzt habe ich die hier alles, Stroke Template heißt sowieso, und jetzt können die sozusagen alle hier rechts eingetragen werden. Ich muss noch ein 16-Pixel-Set hier dazu nehmen. So, dann mache ich das mal hier ein bisschen größer alles. Und ich hatte Ihnen ja eben gezeigt, ganz cool, ich wähle das hier alles aus. Ach, da fällt mir noch auf, ich habe immer 4 von jeder Länge. Stimmt das auch? Ja, das heißt, das muss ich auch noch vorher einstellen hier. So. Das wird dann also schon relativ komplex sozusagen. Jetzt ziehe ich das einfach hier rüber. Da ist es in seiner ganzen Schönheit. Jetzt ziehe ich das Modell mal wieder größer. So sieht das aus. Das sind also handgezeichnete Striche von mir mit dem Stifttablett. Ich würde jetzt, wenn ich mir noch ein bisschen mehr Zeit nehme, das ruhig auch mal mit der Hand machen, weil ich finde das eigentlich auch ganz schön. So ein Zitterstrich für die längeren Linien und natürlich sind die kürzeren Linien dann nicht so zittrig. Ja, das ist der Stil, den ich hier eben schon mal gemacht habe. Wie gesagt, das ist handgezeichnet, das sind meine persönlichen Striche. Jetzt heißt es in der Werbung immer so schön, das heißt, jede Zeichnung ist super individuell. Niemals kann eine andere Zeichnung nochmal genauso aussehen, weil es ja Ihre persönlichen Striche sind. Ich halte das für ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, es ist schon ganz nett. Ich stelle jetzt hier nochmal bei den Settings ein, dass ich diesen Halo möchte. Wenn auch nicht so stark. Haben wir ja gerade schon mal gehabt. 3. Und Extensions gibt es auch 3. So, das sieht doch ganz gut aus. Die Farbe lasse ich jetzt mal bei Schwarz und dann ist alles Paletti. Jetzt wird dieser Stil auch wieder HS. Das mache ich jetzt immer, weil ich dann sozusagen... Freehand nenne ich das jetzt mal. Der wird jetzt auch gespeichert. Auch in diesem Super-Ordner, den man erstmal wieder aufrufen muss. Library, Application Support, Google SketchUp 8, SketchUp Styles. Und da gibt es ja schon meinen Privatordner. Und da kommt das jetzt rein. Freehand. So. Jetzt in SketchUp wird mal ganz geschwind erfrischt und da ist mein Freehand. Da ist er, ja. So, und das ist jetzt, wie gesagt, mein ganz persönlicher Strich. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier noch weitergeht. Ich gucke mir mal an, wie etwas, was mir sehr gut gefallen hat, wie das eben aussah. Und zwar war das bei den Assorted Styles, da fand ich ja ein paar Stile ganz schön. Also zum Beispiel der hier, da gucke ich mir mal an, wie das hier bei den Flächen so gemacht ist. Ach, das war glaube ich diese Watermark. Das Wasserzeichen, Cursive Overlay, Cursive Underlay. Das sind also Strukturen, die aus Photoshop kommen, die man sich sozusagen
da wie so Bilder da drüber und da drunter legen kann. Das wäre also sozusagen sowas wie das, was ich ganz schön finde eigentlich, allerdings gerne mit meinem Strichstil. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Drag a style from the lower plane and drop it onto the one of the category. Okay, jetzt habe ich also hier unten eine Palette, aus der ich jetzt meinen Kantenstil sozusagen, HS Freehand, hier drauf ziehen kann. Und damit habe ich jetzt die Striche von meinem selbst definierten Stroke Set in ein anderes Stil Set sozusagen integriert. Ja, wenn das nichts ist. Okidok. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. Die Striche, die Edges sind ein bisschen dünn, aber das lässt sich jetzt hier gar nicht ändern. Da sehe ich auch gar keine Striche angezeigt. Level of Detail. So, also, jetzt haben Sie gesehen, wie das funktioniert. Wie gesagt, dieses Style Builder ist eigentlich ein Stroke Set Builder. Das heißt, da können Sie handgezeichnete Striche Sets erzeugen. Wohlbemerkt, das geht nur, wenn Sie die SketchUp Pro Lizenz haben. Vielleicht reicht Ihnen ja auch das, was Sie hier zunächst einmal haben. Es gibt ja hier durchaus eine ganze Menge Freihandstile. Nur wie gesagt, also auf Dauer ist natürlich die Personalisierung Ihres Darstellungsstils schon ganz wichtig, damit Sie nicht potenziellerweise das haben, was alle haben. Aber auch innerhalb dieser vorgefertigten Stile lassen sich ja mit dem Edit-Befehl ziemlich viele Varianten erzeugen. So, noch eine Kleinigkeit und dann höre ich auf. Und zwar möchte ich ganz gerne noch ein Wasserzeichen integrieren. Ein Wasserzeichen ist etwas irreführend. Also das Wasserzeichen heißt eigentlich, dass Sie Bildelemente haben können, die sowohl vor als auch hinter der Zeichnung liegen und dauerhaft da sind. Also zum Beispiel hier dieser Hintergrund ist ein sogenanntes Wasserzeichen. Wenn ich jetzt also hier die Szene drehe, dann merken Sie schon, dass sich der Hintergrund und auch dieser Vordergrund hier gar nicht verändert. Ja, das ist sozusagen Bildmaterial, was immer da ist, was statisch ist, wenn man so will. Und das ist ein sogenanntes Wasserzeichen. Das kann also alles Mögliche sein. Es kann ein Hintergrund sein, wie Sie sehen. Es kann aber auch zum Beispiel ein Logo sein. Ein Logo, etwas, was Sie gerne hätten für Ihre Darstellung. Dass also immer sozusagen rechts unten Ihr Name steht. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Stil, wo es sowas nicht gibt. Vielleicht einfach meinen, den ich ja gerade erzeugt habe. Dann gehe ich auf Edit. Und da gibt es noch keine Watermark. Und diese Watermark ist also einfach Bild, ein Bild. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Bildschirmgröße von 1440 mal 900 Pixel. Wenn ich also wollte, dass ein Bild komplett dahinter liegt, dann müsste ich ein so großes Bild haben. Was ich jetzt möchte, ist ein Logo von mir, wo mein Name zu sehen ist, beziehungsweise der Name Render Talk. Und den möchte ich gerne rechts unten sehen. Und dieses Bild lade ich mir jetzt, indem ich hier auf das Pluszeichen klicke. Ich bin hier in der Abteilung Watermarks und da ist es erstmal wichtig, auch wenn wir noch keins haben, dass man diesen Haken dort setzt, Display Watermarks, und dann klickt man auf das Pluszeichen und sucht sich also irgendein Bild aus. Overlay möchte ich nicht, ich möchte es gerne im. Doch, Overlay ist gut, aber natürlich nicht dort. Sie sehen, dass Sie einen Namen vergeben sollten. Ich mache das auch mal disziplinierterweise. Nicht, dass dahinter überall Watermark steht und möchte gerne, dass es im Vordergrund ist. So, jetzt kann ich hier, das ist so eine Art Mini-Assistent, ich kann jetzt hier auf Next klicken und kann dann sagen, dass es nicht ganz so krass ist. Create Master bin ich noch nicht hintergestiegen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also so groß soll es nicht sein. So kräftig meine ich, soll es nicht sein. Obwohl, vielleicht doch, lasse ich es mal so. Jetzt auf Next. Stretch to fit the entire window möchte ich nicht. Tiled across the window, das ist zwar, könnte gut sein, kann aber auch daneben gehen, wie in diesem Fall. Und positioned in the window, und das ist jetzt ganz gut. Da kann ich es zum Beispiel nach rechts unten verfrachten. Und dann kann ich es auch noch kleiner machen. Dieses Logo ist jetzt also immer zu sehen. Wenn jetzt jemand diese Datei öffnet, jetzt muss er erstmal hier so ein bisschen. Wenn jetzt jemand diese Datei öffnet, dann sieht er immer dieses Logo, egal was er da gerade macht. Ja, also das kann man hier sehen.
Ist jetzt mit zusammen mit dem Stil nicht ganz so glücklich, vielleicht, weil das ähnliche Grauwerte sind. Aber Sie merken, worauf es hinausläuft. Ja? So, und dass hier sozusagen nur die Schrift zu sehen ist, liegt daran, dass dieses Bildformat ein PNG ist. Das PNG kann Transparenzen speichern, das kann ein JPEG bekanntlich nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt die Schrift in Photoshop auf transparenten Hintergrund haben, dann würde es hier auch so funktionieren. Ja? So, das war's erstmal. Ich schalte mal noch einen schöneren Stil wieder an, einen etwas farbigeren Stil. Zum Beispiel den hier. Den. Naja, das ist Geschmackssache. Nee, den fand ich ja ganz gut. Genau. Und da kommt jetzt auch noch mal mein neues Stift zum Stroke Set zum Einsetzen, dann sieht das Ganze so aus. Ist es nicht hübsch? So. Jetzt ist mein Logo wieder weg, weil ich ja den Stil gewechselt habe, aber das soll mir jetzt auch egal sein. Also nochmal ein paar abschließende Bemerkungen. Also, wie gesagt, SketchUp ist ja etwas für die Vorplanung. Also zumindest sehe ich das im Moment so. Und die Schönheiten dieses Programms liegen in seiner Einfachheit, in seiner Übersichtlichkeit und es liegt auch in dieser grafischen Darstellung. Also ganz schnell hat man eben solche Darstellungen. Und das finde ich schon sehr schön, wie sie das in Sketch and Toon in Cinema erreicht haben. Da dauert es wesentlich länger. Die Lernkurve ist da wesentlich steiler. Und im CAD-Programm kommt es erstmal sowieso gar nicht so raus. Ja? Das heißt, wir haben also den Vorteil, wir können in der Vorplanung, wo noch nichts feststeht, auch ganz schön grafisch dementsprechend, indem wir eben solche wie handgezeichneten Linien haben und auch diese Untergründe, die man da herstellen kann. Ja? Und deswegen wollte ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Also das Stichwort ist Styles, die Styles-Palette. Sie haben dort schon ziemlich viele Sets und Sie können auch neue Sets erstellen. Sie können bei den neuen Sets auch neue Sets von Kantendarstellungen haben. Dazu brauchen Sie den Style Builder SketchUp Pro. Und da machen Sie das wiederum können Sie es auf verschiedene Weise machen. Entweder mit der Hand zeichnen oder am Monitor zeichnen. Oder Sie benutzen das präkonfigurierte Set, was natürlich eigentlich witzlos ist, denn das wurde ja schon mal benutzt. Also, und dann haben Sie eben Ihre persönliche Liniengrafik. So, das war's erstmal. Ich höre jetzt mal auf. Und bin gespannt, was ich als nächstes entdecke und was ich Ihnen dann auch als nächstes zeigen möchte.